Es war am 5. Juli 1817, an dem die lange Geschichte der Zeitungslandschaft in Itzehoe, Steinburg und der Region begann. 200 Jahre Norddeutsche Rundschau, 200 Jahre Nachrichten, Informationen, Menschen und ihre Geschichten. Ein Anlass zu feiern, zu reflektieren und vor allem auch nach vorne zu schauen. Es ist schon ein großer Tag für die Norddeutsche Rundschau und für alle Mitarbeiter, die im Rundschauhaus unweit von hier arbeiten. 200 Jahre, glaube ich, wird man tatsächlich nicht jeden Tag. Das ist auch, glaube ich, nicht alltäglich, dass sich eine Zeitung über 200 Jahre etabliert und auch von der Bedeutung ist, die Norddeutsche Rundschau eben für Itzehoe und Steinburg ist. Es gibt eigentlich keinen schöneren Beruf als Lokalredakteur. Eigentlich schöner, als wenn man so den allgemeinen Teil der Zeitung machen muss. Ja, hier hat man Beziehungen zu den Lesern, zu den Leuten, man lebt unter den Leuten. Und man muss genau aufpassen, dass man nichts falsch macht. Ja, das sind alles Fachleute, die hier wohnen. Und viele Leser ließen es sich am Nachmittag bei bestem Wetter nicht nehmen und kamen für Kaffee, Kuchen und Glückwünsche vorbei. Jeden Morgen, schon um 4:30 steht mein Mann auf und dann wird die Rundschau gelesen und schönen Kaffee dabei. Am besten gucke ich erstmal hinten, wer gestorben ist. Und dann gucke ich auf die Sportseite und dann gucke ich erstmal auf Itzehoer Seite. Und dann blätter ich von vorne und dann von vorne nach hinten. Und zwar bin ich immer sehr interessiert, was im regionalen Bereich der Norddeutschen Rundschau ist, weil ich nicht mehr in Itzehoe wohne, sondern in der näheren Umgebung. Natürlich, man liest alles, was da drin ist. Und die Politik ist auch ganz wichtig. Die Wirtschaftsabteilung, der ist gar nicht schlecht und da steht, ich war ja mal tätig hier in der Gegend und dann kann man sehen, was sonst läuft mit all den Firmen, die man kennt. Sonst sind wir sehr zufrieden und ein bisschen teurer geworden alles, ne? Und Rechen bisschen teurer geworden, ne? Redaktionsleiter Tobias Stegemann weiß um die Herausforderungen in der Zeitungslandschaft. Er schaut technologischen Entwicklungen und den neuen Aufgaben dabei auch mit Spannung entgegen. Also wir hoffen natürlich, dass wir weiterhin unseren Lesern täglich die spannenden Geschichten, die wichtigen Informationen liefern können, in der Form, in der es jetzt der Fall ist, nämlich in der Tageszeitung. Und dann wird es in den nächsten Jahren sicherlich darum gehen, auch auf dem digitalen Sektor, im digitalen Bereich, das fortzuführen. Weil die Geschichten und die Informationen, die werden nicht ausgehen. Wir werden sie weiter transportieren müssen und das wird unsere Aufgabe sein.